Hallo, in einem meiner letzten Videos habe ich ja die Inline-Blinker der Marke Kinetic vorgestellt. Low-Budget-Blinker, also ziemlich günstige Köder, aber durchaus fängig. Einer meiner Kritikpunkte war das Aufrauen der Vorfachschnur. Ich habe hier 38 verwendet, das würde ich auch bei solchen Ködern immer verwenden, allein schon aus der Sicherheit, dass eben auch ein Pollack beißen kann und die Schnur dann eben hier entsprechend aufraut. Oder sich der Drill mit einem großen Fisch länger gestaltet, das über Stock und Stein im wahrsten des Wortes geht. Deswegen 38er Schnur sowieso. Aber um das Aufrauen zu vermindern, habe ich einen kleinen Trick herausgefunden. Gucken wir uns die Vorfachschnur noch mal genauer an. Man sieht deutlich weniger Abrieb, auch hier am Ende. Und das liegt daran, dass ich die Bohrung gefeilt habe. Das ist übrigens keine Bohrung, sondern das ist eine Gussstelle. In einem Video meinte jemand, das wäre eine Bohrung, aber hier bohrt man natürlich nichts durch. Sonst hat man so viele Bohrer dabei verschlissen, dass der Köder 20 Euro kosten würde. Sondern die Köder werden ja gegossen oder gepresst aus Kunststoff, je nachdem, wie sie beschaffen sind. Und diese Köder sind eben aus einem Zinkgemisch wohl, aus einer Zinklegierung. Dabei können natürlich Gusskanten entstehen. Aber auch der Lack an sich, zum Beispiel hier vorne die Kante, hinten die Kante, auch die können natürlich die Schnur verkratzen und verschrammen. Da ich das Vorfach hier sowieso jetzt erneuern will, wohlgemerkt nach der Forelle, die ihr im letzten Video gesehen habt, nach der Meerforelle und einigen guten Pollacks bis 3 Kilo, sieht das Vorfach immer noch brauchbar aus, wie man sieht. Doch wie kriegt man jetzt diesen Grat, der innen drin in diesem Inline-Blinker ist, weg? Aus meinem Airbrush-Zubehör gibt es solche Reinigungsbürsten und Drähte. Und einer dieser Drähte, der passt in die Bohrung rein. Man sieht ja schon ganz schön geknickt und geknittert. Damit geht man dann hier in diese Bohrung rein. Und dementsprechend kann man das schön hin und her bewegen. Bis es wirklich praktisch innen poliert ist. Fertig. Diese Lackierstelle gerade ist wieder ein bisschen abgebröckelt. Vorne und hinten ist weg und innen drin der Kanal, durch den die Schnur geht, ist eben sauber poliert und dadurch reibt die Schnur nicht mehr daran, kann nicht mehr so leicht aufrauen. Dennoch glaube ich, dass das grundsätzlich ein Verschleißproblem ist, auch bei teureren Ködern. A, dass durch die Schnur am Ende des Vorfachs immer irgendwo im Maul ist und es doch den einen oder anderen scharfen Zahn ergibt, der das aufrauen konnte. Felsen im Drill und auch Verschleiß selbst durch Plastikröhren, die eben mit Sand. Das Wasser ist ja nicht ein neutrales Mittel und alles, sondern da sind ja Schwebstoffe drin und das schmirgelt natürlich beim Durchlaufen. Ja, und so verfahre ich mit allen Durchlaufblinkern, die innen drin kein Kunststoffröhrchen haben, wie zum Beispiel diese von Kinetic. Wo man dieses Bürstchen bekommt, das erfahrt ihr wie immer in der Beschreibung unter dem Video. Aber ich habe noch einen Tipp für euch. Und zwar betrifft das den Knoten. Den Knoten, mit dem ihr den Solid Ring an der Vorfachschnur montiert. Da verwenden viele Angler immer noch diesen uralten, aber eigentlich sehr schwachen Knoten, diesen typischen Fisherman's Knot, diesen Clinch-Knoten. Ein paar Mal rum, so, durch die Schlaufe, Spucke drauf und dann wird er zusammengezogen. So, und was ja auffällt ist, jedes Mal ist das Fluorcarbon am Ende gekringelt. Durch diese Quetschung von dem Clinchknoten. Man sieht sogar hier schon einen kleinen Abrieb. Also dieser Knoten ist vollkommen ungeeignet, vor allem für Durchlaufblinker. Wir brauchen den Paloma-Knoten. Der Paloma-Knoten geht eigentlich wesentlich einfacher. Man macht eine kleine Schlaufe, steckt die Schlaufe durch den Solid Ring, macht darüber einen Knoten. So. Mit der doppelten Schnur. Und diese Schlaufe, die entstanden ist, die stülpt man wieder um unten rum. So. Auch natürlich mit Spucke eigentlich. Und schon hat man einen wesentlich stabileren Knoten. Und es ist, zeige ich deutlicher, ist kein bisschen aufgeraut, kein bisschen abgewürgt, kein bisschen gekringelt. Also, Paloma-Knoten. Bis zum nächsten Video.